So, herzlich willkommen wieder bei Lässig kochen mit Joe Wassel. Heute habe ich eine absolute Weltsensation für Sie. Der große Weltspitzenkoch Alfons Schubeck, der war von meiner Kochsendung so begeistert, dass er gesagt hat, einmal in seinem Leben möchte er dem großen Joe Wassel beim Kochen über die Schulter blicken. Das war alles, was er noch mehr hat. Alles andere, was dann kommt, ist zweit, dritt, vielleicht sogar bloß noch viertklassig. Genau das hat er gesagt. Jetzt vielleicht nicht direkt exakt mit diesen Worten, aber so grob die Marschrichtung auf alle Fälle, gell? Wenn man es genau nimmt, dann hat er gesagt, nachdem ich ihn gefragt habe, ob ich in die Sendung kommen möchte, hat er gesagt, ja, wenn es unbedingt sein muss. So ist er, der Alfons. Und da ist er, der Alfons. Grüß dich, Alfons Schubeck. Servus. Grüß dich, Alfons. Freut mich, dass du da bist. Oh, mei. Heute machen wir ein Weihnachtsmenü, gell? Genau. Ein schönes Anteil machen wir so heute. So machen wir es, ja. Na, fangen wir doch gleich an, am besten. Ohne meine Assistentin, der Moni, geht bei mir gar nichts. Ah, hast du Assistentin dabei? Schau her, ohne meine festen Assistentin. Ich darf mich vorstellen. Wasserl, mein Name. Ja, gut noch, meine. Brauche ich auch eine Assistentin, oder? Wenn du meinst. Ich nehme mich gerade an. Der Rucksack-Sepp hat keine Zeit, noch nehme ich. Radiesel, wo bist du denn? Radiesel, da geh her. Komm, geh weiter, Radiesel. Jetzt geh. Was ist denn da? Was frisst denn da schon wieder? Mein Hunger ab. Wenn ich einen Hunger hab. Kann ich den ganzen Tag fressen, würde ich fix bei einen Hunger ab. So, na gut, aber passt schon. Ja, jetzt packen wir's, oder? Fangen wir an. Also, wir haben da Anten. Genau. Ich mag's ja sowieso, du wirst es nicht viel anders machen. Ich halte einen Ofen auf 450 Grad vor, dann braucht die 10 Minuten, Viertelstunde, ist die fertig. Mein Ofen geht nicht so weit auf. Also, der Herr bei Schwach. Nein, war ein Witz. Passt schon her. Problem bei der Anten ist ja immer die Soße, dass man gescheite Soße zusammen. Die Soße, das ist ja das, was ich sowieso sage. Diesmal habe ich nicht gesagt, Soße ist das Problem. Jetzt sehen wir mal die Flügel so runterschneiden, weil wir brauchen ein bisschen was für die Soße. Da kannst du natürlich einen Hals auch nachher nehmen. Gut, dass du da bist. Die darf so um einen Amplieren, gell? Das kannst du dir vorstellen. Du hast Waltraud, weißt du? Waltraud hast du? Ich habe gesagt, die brauchen wir für die Soße. Waltraud. Genau. Jetzt werden wir es füllen. Füllen. Okay. Moni, du schmeißt jetzt ein bisschen den Zwiebel in so, naja, 3 cm auf 3 cm ungefähr. Okay. Schneid einmal die Zwiebel auf 3 cm, 3 cm. Dann tue ich da ein bisschen Chilisalz rein. Chilisalz da rein, du Chilisalz. Waschen ist es auch. Was, hast du keine Zwiebel? Fix haben wir keine Zwiebel. Jetzt du hast einen Apfel rein. Gehen wir einen Apfel. Hast du einen Apfel? Genau, haben wir einen Apfel. Ja, das ist Orangen. Das ist Orangen, gut. Fix, was haben gesagt, gleich, dass das Orangen ist. Den Apfel rein. Hat Gott sei Dank, wir haben den aufgefressen. Gut. Geht schon, das ist fast zu. Viel haben wir nochmal. Wir kennen das Glück nicht mehr. Okay. Ja, so. Gehen wir so rein. Ja. Passt. Apfel auch. Gewürze tun wir rein, gell? Mit Schale, Apfel. Also, was man rein tun kann, ist der Zwiebel, der Apfel. Zwiebel, Apfel. Apfelpektin, für die Verdaulichkeit genau. Gut. Gibt einen guten Geschmack, dann tun wir noch ein bisschen Meier ran. Schreibt wieder im Fisch. Da jetzt ein Beifuß oder, sagen wir mal, also, wenn du es lieber hast. Auch Rosmarin gegangen oder Thymian, also was du halt einfach magst. Was ist das da für ein Gewürz? Kann man das auch hier nicht mehr? Das ist ein bisschen scharf, du musst aufpassen. Scharf ist das, ja, gut, mag ich. Wir über den Eisen Mann, weißt du, kann alles probieren, da müssen wir überhaupt nichts. Ja, wunderbar. Was führst du nichts? Ja, überhaupt nichts. Das ist ja Chili. Chili ist den gut. Ja, ich kann nicht gemacht, gell? Brauchst du schon Ringer? Wasser, ich hab nicht gesagt, ich will mir den waschen. Ich hab gesagt, brauchen wir uns einen Trigger. Ich verreck. Normal kommst du jetzt ein bisschen zusammenfinden, gell? Jetzt gehen wir da eine Brühe rein. So, und jetzt kommt die Anten für ungefähr 2 Stunden. Wohin? Hast du es noch? Ein Ofen rein. Für 2 Stunden bei ungefähr 130 Grad, nicht bei 400 Grad, bei 130 Grad. Riesenidee. Ja? Du hast jetzt nichts außen würzen, gell? Nein, ich tue es gar nicht würzen. Gar nicht. Und dann werden wir die Anten raus. Ja, und den Fang, den wir da haben, oder stellst du nur die Knochen ansetzen. Bisschen, also die Knochen, die wir anbraten, ein bisschen Röstgemüse dazu, da haben wir den Fond drauf und das lassen wir dann langsam vor sich hinziehen. Das ist da, ja. Machst du was aus, wenn ich mich schnell ein bisschen hinlegen? Nein. Kommst du direkt rüber? Komm gleich wieder. Oh, lecker. Geht aber schnell bei dir. So. Was ist denn? Was ist denn?
Geht schon wieder. Bloß ein Bratwurm mal in vielen Stunden, geht schon wieder. So. Und dann das Blaukraut müssen wir gleich aussetzen. Und beim Blaukraut soll man spielen. Beim Blaukraut. Also dann, damit das besser hält, sagen wir mal, damit es haltbarer ist. Und es gibt natürlich einen guten. Geht's super, voran? Super bei uns. Kommst du zurecht? Ganz genau, ich komm locker zurecht. Schön. Jetzt pass auf, jetzt machen wir die Gnädel. Da haben wir Gnädel. Kartoffel gekocht, durchgedrückt. Ja? Und jetzt könntest du ein bisschen auch Gewürze und ein bisschen Muskatnuss. Mhm. Ich habe jetzt hier Wasser. Bärwurz. Mhm. Bärwurz. Brühe und Salz. Oder Chili-Salz. Chili-Salz. Ich mache immer ein bisschen Chili-Bärwurz. Schade, so blöd, das bleibt. Und ein bisschen Ingwer schneiden. Dann vertragst du nämlich die Kartoffelgnädel wesentlich besser. Also Chili-Salz, Lorbeerblätter, ja, ein richtiges Chili und Ingwer darfst also du kannst nur. Ich sage, wie ein richtiger Koch muss alles mit durchprobieren. Alles mit durchprobieren. Da haben wir die Gnädel ein bisschen abgedreht. Ja. Innen kommen jetzt natürlich da ein bisschen ein paar so kleine Bresel rein. Da, gell? Mhm. Muss man aber nicht. Nein, muss man nicht. Muss man nicht. Kommen wir nicht. Mit unbedingt. Kommen wir es mal. Jetzt kommen. Bis rauskommen. Gell? Dann lassen wir es ein bisschen ziehen. Können die von selber raus? Nicht unbedingt, aber die kommen schon ein bisschen. Kommen wir raus, Gnädel. Jetzt pass auf. Ich habe ihn noch nicht gehabt. Unser Anden ist jetzt fast fertig. Ja? Also das heißt, ich habe die Anden zwei Stunden da drin gehabt. Dann haben wir es raus da. Hast du vorbereitet? Jetzt habe ich vorbereitet. Jawohl. Dann habe ich es noch mehr eine Stunde rein da. Und jetzt? Schau her. Und jetzt kommt die raus. Hallo, das ist ja, das ich bin die Ente. Was ist mit dem Vogel da? Ich setze mich ein bisschen in die Pfanne. Dann schau her. Da wird mir der Papa warm. Jetzt schau her, jetzt können wir es auslösen. Du holst mir einen Teller. Ich hol einen Teller. Das Blaugraut haben wir natürlich auch abgeschmeckt mit ein bisschen Lorbeerblattl. Und was ganz wichtig und was ganz gut ist, pass einmal auf, wenn du ins Blaugraut zum Schluss ein bisschen Schokolade reingibst und vielleicht ein ganz kleines bisschen Preiselbeer oder Aprikosen oder Orangenmarmelade. Und du weißt, was auch gut schmeckt, bei der, wenn man Schokolade tut? Im Pralinen. Wenn ich Pralinen mache, du habe ich in eine Sterne. Und damit die Bratzen weg, da hat sie viel noch mit einem Schokolade rein und zusammen fressen. Ja, gut, geh her. Die Soße, damit die besser schmeckt, das ist geht so hieße. Jetzt ein bisschen Orangenschale rein. Ein bisschen Zitrone. Und ja, Reibe, könnte man nicht mehr. Gib mir die Reibe, das ist vielleicht noch besser. Ja, so, das ist es nicht. Und jetzt schneidest du zwei Scheiben Ingwer schnell. Ja. Jetzt haben wir einen Dreck im Schachtel, jetzt wäre es mir schlecht. Den kommt schon gleich her. Schau her. Ein bisschen anschneiden und dann macht man es so, wenn man jetzt nicht weiß, wo man, wie man es weitermachen soll, das gibt es ja oft, dann gehst du einfach auf Spannung und drehst jetzt den Knochen so raus. Siehst du das? Sportspiel, Spannung. Da unten. Siehst du das? Und das geht jetzt wunderbar weg. War mit Klaus Hafenstein. Sportspiel, Spannung. Klaus Hafenstein. Siehst du das? Weg. Und bei der Brust ist es auch so, da ist das Brustbein und da hinten ist so eine Gabelung hier. So eine Gabelung. Ja, ich denke es mir schon. Das nehmen wir jetzt hier an. Hab ich schon mal gesehen. Schau her, hier. Und jetzt gehst du runter. Aber im Fernsehen habe ich schon mal gesehen. Hast du schon mal eine Kochsendung gesehen? Freilich. Na super. Mit dem Ding, mit dem. Wo ist denn der gleich? Hans Wurst. Ja. Hans Wurst! Ja, da gehst du ein bisschen auf Spannung. Jetzt sei es mir schlecht. Gut, sie fixe her. Das ist ja schlecht. Oh, das schaut toll aus. Mein, ich komme gleich ein Lappel draus, hä? Alfons! Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Schaut sehr gut aus. Da drehst du nicht raus. Schaut uns das auch schon so gut aus. Ja. Ist schon fertig, oder? Ein bisschen runter. Hier. Dann gehen wir von der Ente ein Stückchen drauf. Ja, von der Brust. Schön Stück Brust. Schaut gut aus. Dann mal da her. Und jetzt Blaugraut. Schaut es bei den Gnädeln aus? Ja, die Gnädel, die sind eigentlich kommen schon langsam. Was ist denn noch? Warte mal. Der hat da vorne gelegt mit doch. Löschen da der gerade. Auflöschen. Pass auf, dass wir nicht flambieren da. Ja, genau. Hab ich schon mal gemacht. Hab ich mal flambiert und vorher das Brenner angefangen. Die ganze scheiß Küche abgebrannt. Ist die Küche. Alles ist verbrannt. Die Feuerwehr kommen eh noch. Hab ich gesagt, schwitz nieder. Du den Heimrad bläher und spritzt sie mit Wasser in meine Küche. Ja, ich sag, in meiner Küche hat das Wasser nichts zum Suchen. Ich hab einen Bärwurz. Jetzt hat man die Sebi-Bresel nur abrissen, oder? Nein, du kannst es jetzt. Ja, schau her, du kannst es ja so machen. Hier. Ja, hier.